Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zum neuen Video. Heute habe ich ein Kohlebergwerk für euch. Ich schwenke hier mal rum. Förderturm, alles Mögliche. Und es geht um eine Kohlegrube, die im Jahre 1904 ihren Anfang fand. Und 1907 wurde die erste Tonne Kohle ans Licht befördert. 1908 wird mit dem Bau des zweiten Schachts begonnen. 1940 ging das Waschhaus in Betrieb. 1910 Baubeginn des Bades, Bürogebäude und Werkstätten. Und 2002 wurde die Grube geschlossen. Und jetzt seid mal gespannt, was uns heute erwartet. Hier hat es auch schon gebrannt, sehe ich. Ja, wir laufen jetzt mal Halle für Halle ab. Und lasst euch überraschen. Hier vorweg erstmal die ganzen riesen Fördertürme. Mal gucken, ob ich ihn ganz drauf kriege. Extrem geile Fördertürme. Und hier ist natürlich keine einzige Scheibe mehr drin in den ganzen Gebäuden. Aber Leute, ich würde sagen, wir gehen mal in die große Halle hier rein, die hier im Vordergrund ist. Und dann arbeiten wir uns mal Stück für Stück vor. Also viel werden wir jetzt nicht sehen. Also jetzt einrichtungsmäßig wird wahrscheinlich nichts mehr da sein. Aber schaut euch diese gigantische Halle einfach nur an. Wie gigantisch das ist. Oh, hier muss ich aufpassen, hier geht es tief runter. Na Leute, schaut mal. Da geht es ganz tief in die Erde hinein. Da hat es schöne Graffitis, einmal da und einmal da. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier unten noch um, bevor wir die Treppe hochgehen. Na, hier gehen überall Wege nach unten. Guck mal, da hat es noch einen coolen Kandidaten. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal hier lang. Das waren wahrscheinlich mal Stromsicherungskästen. Steht leider alles auf Französisch da. Guck mal Leute, ich habe da noch irgendwas entdeckt mit einer Kette, eine alte Maschine. Und das waren wahrscheinlich hier alles die Sicherungskästen. We'll be right back.
Leute, ich würde sagen, wir gehen mal hier die Treppe hoch. Rechts oder links? Gehen wir mal rechts, links hoch. Schaut euch diesen extremen Kran an. Diese Hallen, enorm. So, wir waren da oben. Sind jetzt schon wieder unten. Und ich würde sagen, wir gehen aus der Halle wieder raus und schauen uns die nächsten Hallen an. Seid mal gespannt. Dann nehme ich euch noch mit in den Keller. Jetzt wird es gruselig. Ah, hier ist alles unterkellert. Ah, Leute, wenn ihr wüsstet, wie es hier nach Kohle riecht, extrem. Hier riecht es extrem nach Kohle. Guck mal, da hat es ein riesen Gewölbe. Krass, krass. Also Leute, am 25. Februar 1985 gab es eine Gasexplosion, wo 103 Bergleute verletzt wurden und 22 getötet worden sind. Heute möchte ich euch meinen Werbepartner vorstellen, Red Shoes Paranormal. Das ist sein Channel, ja, und er macht Videos über das Paranormale. Und ich würde sagen, wir überlassen ihm das Wort und seid gespannt. Und wenn ihr die Werbung nicht sehen wollt, überspringt die Werbung und schaut das Video. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben von Paranormalem oder Unparanormalem. Hier ist Red Shoes Paranormal. Ich bin der Sponsor von Zorro on Tour. Ich lade euch herzlich ein, gerne mal meine Videos anzuschauen. Ich mache Videos mit Lampen. Sowie auch witzige Videos, auch lustige Videos zum Beispiel. Ja, und was auch Paranormales in meiner Nähe von meinen Freunden passiert uns oder von auch anderen Freunden, auch von Zorro seinem Kanal. Ihr könnt doch gerne mal meinen Kanal anschauen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ne? Also bis dann, bis bald. Euer Red Shoes Paranormal. Ciao. Guckt euch das an. Gigantisch. Echt gigantisch. Einen alten Stromkasten. Ja.
Aber hier in den Förderturm kommt man nicht rein, der ist alles verfüllt. Schade, schade. Überbleibsel. Ich gehe mal näher dran. Mal gucken, ob ihr das lesen könnt. Ja, da steht ein altes Relikt dieser Zeit. So, und jetzt versuchen wir mal in diesen Schacht reinzukommen oder ins Gebäude hinter diesem Schacht. Mal gucken, ob uns das gelingt. Na, das könnte aber gut aussehen. Aber hier seht ihr nochmal die Riesenschachtanlage. Das muss ein gigantischer, aber gigantischer Fahrstuhlschacht gewesen sein. Und da müsst ihr euch überlegen, das muss ja auch was aushalten. Die haben ja schwere Loren mit Kohle gefördert. Hier ist auch noch alles kohlrabenschwarz. Krass. Da habt ihr noch ein riesengroßes Förderrad. Dann gehen wir mal hier noch rein. Ich gehe nur Stück für Stück vor. So Leute, ich bin ja mal übers Gelände gelaufen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch schön reinkommen und was es hier noch hat. Muss man ein bisschen klettern. Waren vermutlich hier Werkhallen, Werkshallen oder was auch immer. Und hier vermutlich das Aufpasserbüro. Hier noch mit Waschbecken. Und da ist sogar noch der Seifenspender dran. Und das Waschbecken fließt mit Wasser. Mal gucken, ob das Wasser noch geht. Aber ich bezweifle es. Geht kein Wasser mehr. Da, wo die Seife hingelegt wurde. Krass, krass. Hier gibt es doch noch einiges zu entdecken. Leute, guck mal. Da hat es Haken. Da hat es unzählige Haken an der Decke. Ich bin jetzt hier reingeklettert in die nächste Halle.
Hier geht's mal die Tür rein. Und hier sieht es mir aus, als hätte es hier gebrannt. Da bröckelt schon die Farbe ab von der Tür. Genial, echt. Ich vermute, dass es hier Büros oder Verwaltung von dieser Kohlegrube war. Ganze große gigantische Halle. Gucken, ob er diese. Das ist Wahnsinn. So, ich kämpfe mich mal hier unter das Unterholz. Gucken, ob wir da noch weiter vordringen können. Und ja, hier geht es weiter. Dann kommt mal mit. Das sieht mir ganz stark aus, als wäre hier der Sanitärbereich gewesen. Bäder. Hier Duschen. Ja, das sind ehemalige Duschen hier. Hier hat es noch mehr Duschen. Ah, Leute, ich vermute, wir sind hier im Badtrakt. Hier hat es noch mehr Duschen. Oder hier waren die Toiletten. Mal gucken. Die Toiletten hat es leider keine mehr. Aber ich vermute, dass das hier das Badhaus war. Auch hier wieder gigantisch mit dieser gigantischen Decke, Glasfront. Und hier sind meine nächste Halle. Riesige Halle. Also Leute, wir sind hier in der Halle und hier haben die ihre Klamotten. Müsst ihr euch vorstellen, hier sind ja die ganzen Seile und dann haben die hier ihre Klamotten an so einen Haken dran gehängt und hochgezogen. Und dann sind die arbeiten gegangen, haben Kohle abgebaut und wenn sie fertig waren, sind sie hier hin, haben ihre Sachen wieder abgeholt und sind da hinten, wo wir waren, duschen gegangen. Also schaut mal, da hatte jeder seine Nummer. Und dann konnte man hier an diesen Ketten ziehen und dann hat sich hier einfach was bewegt. Jo, Freunde, kommt mal mit. Wir gehen jetzt in den Generatorraum. Mal schauen, was uns da erwartet, ne? Würde ich sagen. Und hier geht schon direkt rein. Alter Verwalter, schaut euch das an.
saß der hier und hat diese Maschinen bedient. Geil. So, Freunde, ich bin wieder draußen. Jetzt gucken wir mal, ob wir da noch in andere Gebäude reinkommen. Aber die haben hier gute Arbeit geleistet. Alles zugemacht. Alles verrammelt. Leute, da hat es noch einen Durchgang. Da waren wir noch nicht drin. Gucken wir doch mal, ob wir hier reinkommen. Hey, hier kommen wir locker easy rein. Wunderbar. Da sind wir schon drin. Dann gucken wir uns hier mal noch um. Aber die Räume sind leer. Ah, hier waren die Sanitäranlagen, Freunde. Hier sind Duschen, Bäder. Ja, hier waren die Pissoirs. Leute, hier hat's einfach nur eine Fleckscheibe. Und hier hat sogar noch ein paar Akten. Aber ich glaube nicht, dass die von dieser Fabrik sind. Ich glaube, das kam nachträglich hier rein. Wieder eine gigantische Halle. Mega groß. Schwenke ich euch schön durch die Halle. Kommt mal mit. Da haben wir das nächste Gebäude. Und da schauen wir jetzt auch mal rein. Aber ich glaube, wir kommen da nicht rein. Aber mal schauen, wir gucken mal. So, wir sind jetzt hier in der Küche drin. Hier hat es noch so eine ganz alte Küchenhexe. Total verrostet. Und hier kommt schon das Dach runter. Ja, hier kommt das Dach runter. Ziemlich krass. Hier hat es, glaube ich, auch gebrannt. Vermutlich Brandschäden. Und diese Tür, wie das abblättert, das ist ja geil. Krass, krass. Hier geht es nicht weiter. Hier, schaut mal, ist richtig, richtig krass hier. Und hier hat es ordentlich gefackelt.
hat hier noch eine Toilette. Krass, krass. Aber ich würde sagen, wir düsen ab. Wir haben alles gesehen. So Leute, wir sind fertig. Das war jetzt heute eine schöne Zeche. Eine Kohlezeche. Gab noch einiges zu entdecken. Trotz, dass manche Hallen leer waren. Und es gab ja noch diesen einen Turbinenraum. War schon spannend jetzt. Also ja, war gut. Dann danke ich euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja ein Abo dalassen. Oder ein Like auf jeden Fall. Würde mich freuen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Zorro on Tour. Bis dann, Freunde. Ciao.